eben halt um 7.30 Uhr zum Unterricht zu sein, sondern es sind viel mehr Schüler in der letzten halben Stunde vor Unterrichtsbeginn wirklich unterwegs. Und gerade bei meinen vielen Mädchen, die so morgens dann im ersten Ausbildungsjahr mit den Autos unterwegs sind, um aus Westmecklenburg hier ranzufahren, da glaube ich, gerade im Winterhalbjahr werden sie mir das danken, dass wir erst um 8 Uhr beginnen. Ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Nachricht. Die Schüler haben das doch gut aufgenommen, oder? Nein. Was? Ihr wollt 7.30 Uhr anfangen? Ihr wollt wirklich 7.30 Uhr anfangen? Und warum? Warte, wegen des Essens? Esst ihr so zeitig? Ich komme mal hinter zu euch. Ihr seid sonst so weit weg. Jeder Schlafforscher sagt, vor um 9 geht gar nichts im Kopf. Man braucht so eine leichte Warmphase, dass man sagt, okay, und ihr wollt 7.30 Uhr hier original schon unter Informatik machen. So, sag mal, der junge Mann mit der Brille, jetzt sagt ihr, also, warum wollt ihr 7.30 Uhr anfangen? Ja, wir kommen aus Rostock und 37 ist einfach besser, weil wir sonst später Schluss haben und dann gar keine Zeit mehr zum Lernen haben und zum Schlafen und irgendwie keine Freizeit mehr haben. Und deswegen sind wir alle dafür, wieder 37 anzufangen, weil für uns bringt das überhaupt nichts. Wir können eh den Zug um die gleiche Zeit morgens erst nehmen. Wenn der Unterricht um 37 anfängt, sind wir trotzdem pünktlich mit dem Zug. Wann kommt denn der Zug an? Also 21 nach. Also und dann schafft ihr es in 9 Minuten vom Bahnhof hier rüber? Ja, in 9 Minuten, aber nicht 5, damit wir den Zug wieder haben, wenn wir wieder hin müssen, schaffen. Dann könnt ihr ja noch eine Lerngruppe hier machen. So war das früher mal. So, und da drüben gab es auch Applaus, jetzt muss ich mal gucken. Der junge Mann hat gerade den Mund voll, ab 100 Gramm wird es undeutlich. Du willst auch 7.30 Uhr anfangen? Ja, weil wir kommen aus Wismar und unser Zug kommt immer... Kommt der an? Guck mal, du weißt gar nicht, wann der Zug an... Viertel nach kommt der mal an. Da müssen wir sonst, wenn wir um später anfangen, eine 3-4 Stunden hier warten. Und kommt nicht noch ein Zug später an, dass ihr später losfahren könnt? Jede Stunde eine. Also dann könntet ihr erst um 9 anfangen oder 8.30 Uhr? 8.30 Uhr denn. Wäre das schicker, 8.30 Uhr? Nee, ich würde auch die alte Zeit lieber behalten. Du bist so ein Frühaufsteher. Also um 5 sagst du, ist genau deine Zeit. Genau, und lieber früher zu Hause denn dafür. Und was machst du danach? Ja, Fußball spielen, Sport. Und lernen? Ja, das auch noch manchmal. Oha, Herr Greta, Sie haben da hier keinen einfachen Job. Also egal wie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, 8 Uhr geht es ab nächsten Schuljahr los, ja? Ja. Warten Sie, ich komme. Das sind hier aber auch lange Wege bei Ihnen in der Schule. So, Herr Greta, wo sind Sie? Sie besorgen sich ein Mikrofon. Also das stimmt ja so nicht ganz. Unsere Schüler haben zwar alle jetzt gesagt, sie würden dann noch lernen und so weiter und würden gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wir haben ja vor etwa 8 Wochen eine Umfrage hier an der Schule gemacht und komischerweise hat die Umfrage ergeben, dass über 40% unserer Schüler gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und fahren wollen. Auch fahren können, weil das nämlich viel zu teuer für sie ist. Die fahren also mit Pkw. Fahrgemeinschaften, Pkw. Da kommen wir zum anderen Problem, was wir ringsherum haben. Wir haben jetzt eine Anwohnerparkzone. Unsere runde 400 Autos, die dann hier so unterwegs sind, müssen ja auch irgendwo stehen. Der Supermarkt da drüben freut sich, ne? Nee, über die Abschleppgebühren. Die freuen genau. sich, ganz, ganz toll. Also wir sind eigentlich, ganz kurz, wir sind eigentlich gezwungen, hier irgendwas zu verändern. Hm. Und die halbe Stunde später, das sollte möglich sein. Ja. Auch dann hat man noch genug Zeit zum Schlafen. Und zum Lernen. Wir fragen mal hier bei Herrn Trepte nach. Wie ist denn das? Wann fängt denn so der Großteil ja, in den Betrieben an? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben bei uns im Verband eine flexible Arbeitszeit, der nicht für die Auszubildenden gilt. Die sollen sich durchaus etwas an die Struktur gewöhnen. Aber ansonsten haben wir zwischen 8 und 9 Beginn und zwischen 16 und 17 Uhr Ende. Das richtet sich aber auch immer nach den Kunden. Wenn ich beispielsweise meine Arbeitszeit sehe, ich fange eher um 9 an, bin aber abends um 20 Uhr auch noch im Büro. Herr Trepte, ganz wichtig für die jungen Leute, die hier auch ihre Ausbildung machen, ist ja immer, was verdiene ich zum Schluss? Und da wissen wir auch, Mecklenburg-Vorpommern glänzt nicht gerade als ein Land, wo, ich möchte mal sagen, lapidar der Rubel fließt. Old.
Also wenn Sie so fragen, was verdiene ich zum Schluss, dann kann ich sagen, das geht irgendwo bei 2500 los und geht je nach Branche dann bis 1200, 1300 runter. Aber wir wissen auch, in Mecklenburg-Vorpommern werden immer noch weniger, also niedrigere Löhne gezahlt als meinetwegen in Hamburg oder Schleswig-Holstein. Hat man da nicht Angst, dass man sagt, okay, man bildet hier aus und danach gehen die jungen Leute, die gut ausgebildet sind, sowieso woanders hin? Also das ist gerade ein Problem, das der Markt zurzeit regelt. Das heißt, wird alles mehr erhöht? Es wird alles besser. Also die Jugendlichen, die in der Vergangenheit eben das genommen haben, was sie gerade kriegten, werden in Zukunft auswählen. Und wenn sie auswählen, werden sie dann eben auch Anforderungen stellen. Und dann muss man sich schon etwas den Markt beugen. Und da gehe ich davon aus, dass die Ausbildungsvergütung wie zurzeit schon in vielen Branchen angezogen sind. Und auch die Löhne werden durchaus steigen. Also weil es eben immer weniger Jugendliche gibt, sagten die Firmen, wir müssen uns hier irgendwie ein bisschen attraktiv machen und das geht letztendlich immer über den Preis. Ja, also so wird das sein. Wie sieht es aus eigentlich mit einer Weiterbildung, wenn ich eine Ausbildung gemacht habe und sage, ich möchte irgendwie ein Studium irgendwann mal draufsatteln? Noch fühle ich mich nicht so weit, aber die Schüler, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben zum Teil alle Abitur. Wie kann man da mit den einzelnen Betrieben verhandeln? Also wir haben ja einige Betriebe, die sogar sogenannte triale Systeme, das heißt Ausbildung mit anschließender Weiterbildung, die angerechnet wird auf ein Bachelorstudium. Das gibt es ja schon. Und wenn man denn starke Jugendliche halten will, muss man auch starke Angebote machen. Aber da ist immer im Spielraum, man muss gucken, in welcher Firma bin ich, wie geht es da weiter. Aber da wird es immer mehr Angebote, glaube ich, geben müssen auch. Ja. Also es muss zu dem Betrieb passen. Also wenn ich bei einem Friseur beschäftigt bin, dann werde ich kein Informatikstudium finanziert bekommen. Das glaube ich auch schon. So, wie sieht das bei Ihnen aus, wenn man sagt, okay, ich bin in einem Unternehmen, ich bin jetzt Einzelhandelskaufmann, Kauffrau. Wie sieht es da mit der Weiterbildung aus, wenn Sie sagen, okay, ich will da noch ein Studium draufsatteln? Also wir haben sehr vielfältige Möglichkeiten. Wir haben in den kaufmännischen Bereichen die Fachwirte, die Betriebswirte. Wir haben in den gewerblich-technischen Bereichen die Industriemeister, die technischen Betriebswirte. Wir haben die dualen Studiengänge, also alle Möglichkeiten nach oben hin. Und wie sollte man geschickt vorgehen als Jugendlicher, wenn man sagt, also ich habe da Interesse, ich möchte da jetzt nicht stehen bleiben, wo ich denn gerade bin? Wenn wir jetzt gerade über die Abschlussprüfung in den Ausbildungsberufen reden, jetzt schon Kontakt zu den potenziellen Arbeitgebern aufnehmen, sagen, das sind meine Zukunftsperspektiven, die ich mir vorstelle und die meisten Arbeitgeber gehen damit. Also ruhig schon sagen, also ich stelle mir vor, also das soll hier nicht sozusagen der Schlusspunkt sein, sondern ich möchte immer weiter lernen. Genau, das suchen die Unternehmen. Herr Wiechert, Sie sind ja auch jemand, der immer wieder weiter lernt. Ich meine, jetzt sind Sie sozusagen der Verbindungsmann zwischen den evangelischen Kirchen und der Landesregierung, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, haben Sie sich auch nicht träumen lassen, als Sie Pastor waren. Nö, habe ich nicht von geträumt. Ist aber eine schöne Aufgabe. Natürlich auch verbunden mit manchen Herausforderungen, weil es Themenfelder sind, die ich natürlich vorher in meiner bisherigen Tätigkeit so nicht gehabt habe, in die ich mich auch erst hineinarbeite und da lerne ich auch noch heute, genau. Also lebenslanges Lernen setzt das immer weiter voraus, dass man sagt, also alles bloß kein Stillstand. Ich finde das richtig. Ich würde nur diesen Begriff des Lernens dann auch sehr weit fassen und es nicht